Danke, dass Sie sich alle Zeit genommen haben, um mit mir in die Zukunft unserer Polizei zu schauen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, die Zeiten haben sich verändert und mit Ihnen unsere Arbeit. Gut. Wir stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Es geht darum, die Bundespolizei noch näher an den Bürger zu bringen. Stichwort Effizienzsteigerung. Zukunftsfit, sagt er sicher. In Zeiten wie diesen gibt es Synergien zu schaffen und Kräfte zu bündeln. Morgen. Ich nehme an, Sie sind wegen der Besichtigung da? Ja. Gut, aber so kommen wir da jetzt nicht rein. Wir gehen da jetzt bitte in Gruppen von 4, 5 Leuten rauf. Die anderen warten unten und kommen erst nach, wenn die ersten wieder rauskommen. Ja? 4. Stock. So, das ist sie. 2 Zimmer, Küche, Kabinett. 65 Quadratmeter, 600 Euro kalt. Ja, mit ein bisschen Farbe schaut das aus wie neu. Gehen Sie sofort raus, bitte. Ich hab gesagt, raus hier! Raus! Das heißt konkret für Sie hier im Haus, dass neben die Kommission Mord- und Sonderermittlung auch noch die Mord- und Sonderermittlung 2 kommt. Damit machen wir die Polizei noch effektiver. Sag mal, Moritz, das ist aber schon klar, dass Sie die Hälfte der Abteilung wegnehmen. Wir haben schon so viele Reformen erlebt, das ändert sich nie was. Moritz, das ist super. Jetzt hast du nur mehr noch die halbe Arbeit, oder? Die halbe Arbeit. Du wirst sehen, gemeinsam machen wir unser Haus zukunftsfit. Ja, Pech gehabt, die Rede war vorbei. Nein, er hat es hier in diesem Raum gesagt. Es ist was passiert. Totenstarre. Mindestens 8 Stunden tot. Also mitten in der Nacht. Warum diese Inszenierung? Publikum hätte er genug gehabt. Bei der Wohnungsbesichtigung sind jede Menge Menschen durchgelaufen. Da werden wir keine brauchbaren Spuren mehr finden, oder? Bitte geh die Anrainer befragen, ha? Sehr gerne. Machst du mir Fotos von den Tätowierungen? Der Faust für der Finger. Schaut's mal das an. Das ist ein orthodoxes Kreuz. Verstehe. Haben Sie vielleicht zufällig... Was ist passiert? Ermordet ist einer geworden. Wer denn? Weiß man noch nicht. Frau Kanz, wenn Sie jetzt bitte meine Fragen beantworten. Nein! Schott. So, haben wir's dann? Fein. Kennen Sie den Besitzer oder den Mieter der Wohnung? Nein, wie denn? Da wohnt ja schon lang keiner mehr. Ist Ihnen sonst irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein. Ist uns was aufgefallen? Nein. Nix. Einen Kollegen von Ihnen habe ich gesehen. Woher wussten Sie, dass das ein Kollege ist? Weil er so ausgeschaut hat wie der da. Ein bisschen größer vielleicht, aber so einen Anzug hat er angehabt. Wann war denn das? 2:30, wie ich heimgekommen bin. Haben Sie das Gesicht sehen können? Nein. Der hat ja noch eine Kapuzen aufgehabt. Schade. Danke, Frau Kanz. Ja, falls Ihnen noch was einfällt. Gern. Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Den Toten hat es nicht gegeben. Also quasi. Gegeben hat es ihn schon, aber... Fingerprints? Kein Treffer, auch nicht in der Eurotag. Eckes und Schengen? Beides negativ. Fotoabgleich nix, DNA-mäßig auch nix. Was ist mit dem Tatort? Wie viel könnten von der Wohnungsbesichtigung gewusst haben? Das war überall zu lesen. Also wenn man sich für eine Wohnung interessiert hätte, ja. Welche Handynummern waren zwischen 1 und 2 Uhr früh in der Gegend eingeloggt und wem sind sie zuzuordnen? Ich kümmere mich drum. Ajo Novus.
Eine Zeugin meint, sie hat zur Tatzeit jemanden in einem weißen Spusi-Anzug gesehen. In einem Spusi-Anzug? Ja, sagt die Zeugin, nicht ich. Und es geht noch weiter. Ein Zeuge im Erdgeschoss glaubt, dass er zur Tatzeit einen weißen Lieferwagen gesehen hat, der gerade weggefahren ist. Na, dann klär doch bitte ab, ob es in der Gegend von der Einfeldgasse in der Videoüberwachung gibt. Sie, Senior. Bla, 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 bla. Sieht es nach einem religiösen Opferritual aus? Ein christlich-orthodoxer Ritualmord, ich bitte dich. Sucht der Kriminalpsychologe. Ich glaube, wir sollten uns diese Tattoos noch mal anschauen und was die bedeuten. Nachdem eh schon lauter Bilder im Netz herumschwirren? Ja, wenn dort jeder wie wild fotografiert hat, dann können wir doch eins vom Toten gleich offiziell rausgeben. Und verbinden das mit einem Aufruf. Wer kennt diesen Mann? Ich muss euch was zeigen. Dieser Mann ist an einer Schussverletzung gestorben. Erschossen? Eindeutig. Das hier ist die Einschusswunde. Man hat es eben nicht gleich gesehen, weil der Täter nachher den Nagel direkt daneben eingeschlagen hat. Der Mann war also schon tot, wie er an die Wand knoppelt wurde? Definitiv Durchschuss. Dann hat man ihn nicht dort erschossen, wo wir ihn gefunden haben. Das müsst ihr wissen. Ist der Schuss von vorn gekommen? Ziemlich gerade sogar. Ich würde sagen, es hat nur kurz gedauert, bis er verblutet ist, wobei das meiste Blut in seinem Bauchraum geblieben ist. Alter? Circa 35 bis 40. Aufgrund der Zahnfüllungen würde ich davon ausgehen, dass es sich hier um einen Osteuropäer handelt. Was heißt noch? Am Toten finden sich keinerlei fremde DNA-Spuren. Obwohl da welche da sein müssten, bei dem, was der Täter mit ihm gemacht hat. Er wurde nämlich auch anal penetriert. Das Rektum weist dahingehend eindeutige Mikroverletzungen auf. Und zudem finden sich auch Spuren des Spermizids Nonoxynol-9. Vergewaltigt ohne DNA-Spuren, entschuldige. Ich glaube nicht, dass er wirklich vergewaltigt wurde. Penetriert allerdings schon. Es wurde nicht nur ein Kondom verwendet, was das Nonoxynol zeigt. Sonst muss der Täter auch vollkommen DNA-sicher geschützt gewesen sein. Da hat jemand gewusst, wie man Spuren freinagelt. Ich kenne den Ermordeten aus der Zeitung. Mit wem muss ich da reden? Wenn Sie bitte kurz da hinten Platz nehmen würden, ich schicke Ihnen gleich jemanden vorbei. Danke. Sehr gerne. Ich möchte gerne etwas zu dem Toten sagen. Mhm. Ja, wenn Sie bitte kurz da hinten Platz nehmen würden, ich schicke Ihnen gleich jemanden vorbei. Okay. Ja. Karin? Ja. Ich muss. Wo bist du gerade? Weil ich dich sehen muss. Ja, jetzt. Also, wo bist du gerade? Okay, bleib dort und warte auf mich. Bitte. Ja. Ich bin mir sicher, dass es der Gavin. Nachname? Ich glaube, er hat gesagt, er ist Amerikaner. Das ist Matteo Caligari. Caligari? Ich habe ihn gleich erkannt. Es war nur ein One-Night-Stand. Haben Sie Kondome verwendet? Ja, natürlich. Es war ein One-Night-Stand. Ich hab's gleich. Es muss das sein. Ja, er hatte Tätowierungen. Also er ist keine besonders guten, aber... Solche vielleicht? Ja. Ein Italiener.
Er hat eine Wohnung von mir gemietet. Hier ist eine Kopie seines Passes und hier der Mietvertrag. Haben Sie einen Zweitschlüssel für die Wohnung? Leider nein. Gut, vielen Dank. Gibt's eine Belohnung? Gibt's eigentlich eine Belohnung? Ich wegbringe die Worten vorhin schon zum Ausliefern. Ohne dich hätte ich hier nicht überlebt. Ich möchte dich nicht verlieren. Verdammt. Du, David, ich muss die Worten. Karin. Es sind Dinge passiert. Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Was für Dinge? Nicht jetzt, früher. Ich möchte, dass du weißt, dass du etwas ganz Besonderes für mich bist. David, es tut mir leid, aber ich muss jetzt weg. Du kannst mir das nicht einfach so hinschmeißen aus dem Nichts. Lass uns heute oben drüber reden, gut? Landstädter? Ja, ich bin gleich da. Das geht nicht. Ich muss weg. Staubsauger? Sie dann läuten bei den meisten Menschen die Alarmglocken und man sucht verzweifelt nach Lösungen und fragt sich dann, ob sie... Zeitschaltuhren. Ich sagte, der hat hier sicher nicht gewohnt. Aber er wollte, dass man es glaubt. Schau her. Hey. Kleines Notfallpaket. Hm? Wenn man schnell verreisen muss. Wie Kleingeld. Ja, hallo, ich möchte gerne einen Flug buchen. Ja, ich warte. Nach Georgien. Tiflis. Ja, heute. Ja, ich warte. Einen Moment. M
Meine Kartennummer ist, ja, bis 9:20. Ja, danke. Auf Wiederhören. Die Fingerabdrücke auf dem Pass sind identisch mit denen des Mordopfers, ja. Ist der Pass echt? Weiß ich nicht. Aber wenn nicht, dann ist er sehr gut gemacht. Ich schicke Ihnen mal den italienischen Kollegen, schauen wir mal, was die dazu sagen. Gut, passt. Übrigens, habt ihr schon gehört, wer sich angeblich für die Leitung der Mordkommission MK2 beworben hat? Der Steinwendner. Ja, wenn du fertig bist, dann ruf uns bitte an und schick uns eine Vergrößerung des Passbildes, bitte, ja? Danke, servus. Was? Der Streber? Der Steinwendner, ha? Ah, da schau. Alle Abteilungsleiter vom Haus auf einem Bild. Der Steinwendner soll sich bewerben. Der passt wunderbar dazu. Er erfüllt alle Kriterien von einer Polizeikarriere. Keine Ahnung, keine Skrupel, keine Titel. Nicht einmal in Ruhe. Warum interessierst du dich für die MK2? Ist doch wurscht, wer sich dort bewirbt. Hast eh recht. Oder hast du vor, dich selber zu bewerben? Ach so. Okay. Geh mir aus. Moritz, warte. Warte. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob ich mich da bewerben will. Ich find's nur seltsam, dass jeder ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass ich mich nicht bewerbe. Ja, okay. Wir sehen uns mal. Das war kein Selbstmord. Maria Therese in Toller. Teurer Spaß. Wieso? Das Hotel kostet um die 25 Euro. Das sind ja dann mindestens um die 800 Euro. Was ist denn das? Ist das ein Stück von einem Schutzanzug? Eine Zeugin am ersten Tatort hat doch ausgesagt, sie hat dort jemanden in einem weißen spurensicheren Anzug gesehen. Derselbe Täter? Man soll Gerichtsmedizin herausfinden, ob er auch penetriert worden ist. Und Sie sind sich ganz sicher, ein weißer Lieferwagen? Ja, ein weißer Lieferwagen war das. Ja! Dienstagnacht Entfeldgasse und letzte Nacht im Brunnenpark. Genau. Na, ganz einfach alle Handys, die Dienstagnacht und letzte Nacht eingeloggt waren. Ich glaube, der Mörder hinterlässt seine Opfer ganz bewusst dort, wo es unzählige DNA-Spuren gibt. In einer öffentlichen Toilette? Der will uns die Arbeit schwer machen.
Die sind gelungen. Schaut euch das an. Genau das haben wir jetzt noch gebraucht. Könnt ihr denen nicht die Handys wegnehmen? Derselbe Täter? Das wissen wir noch nicht so genau. Sollen wir eine Soko einrichten? Für die Presse, da glaubst du, dass das uns hilft? Beides. Braucht ihr mehr Leute? Mehr Leute sind mir zuwider. Gut, ich stelle euch den Steinwänden ab. Na bitte nicht. Das ist kein Wunschkonzert, ja? Danke. Über das Schlangentattoo habe ich nichts herausbekommen, aber dafür einiges über die Faust. Nur nichts Eindeutiges. Die verwenden viele. Die Faust steht für amerikanische Nazis, deutsche Biker, Frauenrechtlerinnen, Antifa-Clubs, Tierschützer. Aber die haben alle fünf Finger. Eine schwarze Faust zum Beispiel ist ein Symbol für die Black Power-Bewegung und für eine serbische Studentenverbindung. Gut, wenn wir da nicht mehr haben, dann kommen wir nicht weiter. Wir schicken einmal das Zahnprofil vom Toten an alle Zahnärzte in Wien. Vielleicht bringt uns ja das was. Ich frage mal bei den hiesigen Münzhändlern nach, ob die in letzter Zeit eine größere Menge Maria-Theresien-Taler verkauft haben. Ja, das kannst du sparen, die sind nämlich mehr als häufig. Dankeschön. Beide Tatorte sind nämlich vorbestraft. Der Name. Fredel. So, jetzt ordnen wir die Wörter neu und versuchen es noch einmal. Ein Handy. Wir haben die Nummer und seinen Namen. Es war bei beiden Tatorten eingeloggt, genau in den Nächten, wo die Morde passiert sind. Und es war erst das Präludium. Jetzt kommt das Beste. Eine Vorstrafe wegen schwerer Körperverletzung. Haben wir eine Adresse? Ja. Dann fahren wir. Gut. Ich verständige die Cobra. Moment, sollte man nicht einfach einmal mit dem reden? Entschuldigung, es gibt Vorschriften. Beim Mord gehen wir doch da nicht ungeschützt selber rein. Da hat er recht. Ja, Steinwendner hier, ich bräuchte eine Einheit von euch. Fallen lassen. Simsalabim. Herr Billy! Das ist ja Oberstleutnant Eisner, ich heiße Fellner Kriminalpolizei. Warum wollten Sie denn fliehen? Ich wollte überhaupt nicht fliehen. Ehrlich, ist ein Missverständnis. Wo waren Sie denn dann noch von Dienstag auf Mittwoch? Seid ihr nicht wegen der Alimente da? Wegen was? Also, Dienstag. In der Enfeldkosten. Ja, das ist schlecht. Und wo waren Sie gestern? Auf der Tankstelle habe ich gearbeitet. Der Konradkosten. Die ist doch beim Brunnenpark, oder? Ja, genau. Die ganze Nacht, Nachtschicht. Ich kann dort nicht einmal weg. Was haben Sie in der Enfeldkosten gemacht? Gut. Und meine Freundin. Und da waren Sie die ganze Nacht? Ja, freilich. Die Kleine war mit. Gut. Dann geben Sie jetzt den Kollegen den Namen von der Freundin und vom Chef. Und dann war's das. Das war's echt. Braucht ihr noch was von uns? Folgt den Kollegen Stein. Ja. Also, meine Freundin heißt Andrea Binder. Trotzdem war's richtig. Ich sag eh nichts. Ja, war so laut. Ich sag nur, dass es schon ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass wir dort unseren Täter finden. Weil warum sollte jemand, der so penibel darauf achtet, keine Spuren zu hinterlassen, dann so blöd sein, dass er am Tatort seine Hände nicht ausschaltet? Ja, hast ja recht. Aber wenn das der Täter gewesen wäre und wir wären dort allein hineingegangen und es wäre was passiert, dann hätte ich mir die blöden Fragen vom Steinwendner anhören müssen. Aber wenn du und ich da reingehen, dann sind wir ja nicht allein. Ja, hast du auch recht, aber ich wäre verantwortlich. Ich hätte schon auf uns aufgepasst. Ja, eben. Was heißt eben? Also Moritz, es ist ja nicht so, dass ich die Vorschriften nicht kenne. Aber bis jetzt waren uns die ja auch wurscht. Ja, stimmt. Ja. Fellner? Ja, danke. Das Zahnprofil. Die zweite Leiche ist identifiziert.
Und jetzt wissen wir auch, wo er gearbeitet hat. Fahr weiter, geradeaus. David Nosace. Mit T hat er sie geschrieben, nicht mit T. Georgier, soviel ich weiß. Die Mitarbeiter? Ja, ja. Wie lange war er bei Ihnen? 4 Jahre, schätze ich. Kann ich das haben? Ja, sonst fällt Ihnen nichts dazu ein? Viel weiß ich nicht über ihn. Er war höflich, pünktlich. Aber sonst. Das gehört doch hinten ins Lager. Er war 4 Jahre bei Ihnen. Und außer, dass er höflich und pünktlich war, fällt Ihnen nichts dazu ein? Er war bei uns nur geringfügig angestellt. Wissen Sie eh, ne? Aber fragen Sie doch Sie. Sie war seine Freundin. Das war's fürs Erste. Grüß Sie. Ich kann mir das heißen, dass man die Kollegen fehlen. Was ist das? Fast 2 Jahre waren wir zusammen. Ich habe nicht wissen können, dass wir uns nicht mehr. Hätte ihm doch noch besser zugehört. Hat der David gesagt, warum er nach Österreich gekommen ist? Oder was er vorher gemacht hat? Der David, der hat nicht viel erzählt. Am Anfang habe ich ihn schon immer gefragt, aber er hat nie was gesagt. Jedes Mal, wenn ich was von früher, von Georgien oder von seiner Familie wissen wollte, dann hat er zugemacht. Ich habe mir gedacht, dass das was mit dem Krieg zu tun hat und dass er da was Arges erlebt hat. Einmal hat er gesagt, dass ihm nichts anderes übrig geblieben ist. Dass er von dort weggemessen hat. Und sowas wie, wir wollten so viel und es war alles umsonst. Wissen Sie, was er damit gemeint hat? Hat er irgendwelche Namen genannt? Hat er da wieder in Österreich Asyl gehabt? Nein. Das hat er nicht gebraucht. Er hat einen belgischen Pass gehabt. Einen belgischen Pass? Ist Ihnen das nicht irgendwie komisch vorgekommen? Sie werden jetzt sicher glauben, dass ich total naiv bin. Und wahrscheinlich haben Sie auch recht. Sicher ist mir das komisch vorgekommen, dass er nicht gern unter die Leute gegangen ist. Ich wollte es einfach nicht so genau wissen. Ich habe ihn wirklich gern gehabt. Der David, das war ein herzensguter Mensch. Mir hat das gereicht. Ich habe nicht mehr gebraucht, verstehen Sie mich? Gibt es nicht bei jedem Menschen irgendwas, was komisch ist? Können Sie mir sagen, was Tetrinagisi heißt? Herzpech. Shh.
Christoph, kannst du mir das bitte überprüfen? Danke. Find bitte raus, ob es in der Hausanlage von diesem David oder in der dortigen Tiefgarage Kameras gibt. Ich weiß, ich bin euch zugeteilt, aber deswegen kann man jetzt auch nicht jeder Anweisungen erteilen. Doch, das geht. Und wenn du willst, kannst du es ganz schriftlich haben. Zeller? Strukturiertes Arbeiten schaut anders aus. Bei uns nicht. Ja. Wir haben nur einen Mord. Da hat jemand Sinn für Theatralik. Schrecklich. Das ist ein von der Security. Ein Kenntnisboot. Einen Bootshändler. Das war bis vor ein paar Tagen nicht hier. Das war in Krems ausgestellt. Auf der Bootsmesse? Ja, genau. Bis vor 4 Tagen. So einer Bootsmesse können doch auch Besucher auf das Boot. Das nehme ich an, sonst wäre es ja keine Messe, ne? Na super. Es bedeutet wieder hunderte DNA-Spuren. Zu der Videoüberwachung? Vorne im Areal schon, aber hier hinten? Na leider. Gut, dann schauen wir uns die Aufzeichnung vorne an, bitte. Wir brauchen nur den Namen vom Bootsbesitzer. Und eine Liste aller Mitarbeiter. Stopp. Da hat er Wasserlieferung. Geht der zum Boot? Ja. Spulen Sie ein bisschen vor. Und stopp. Okay. Wir müssen alle Aufzeichnungen der Überwachungskameras in dem Bezirk kontrollieren. Und irgendeiner muss in dieser Nacht vorbeigekommen sein. Und sagt dem Steinwendner, er soll schauen, ob er irgendwas über diesen weißen Anzug herausfindet. Ja. Ich verstehe. Vielen Dank. Dankeschön. Wie hängt das alles zusammen? Die Kollegen haben den weißen Lieferwagen auf dem Überwachungsvideo von letzter Nacht entdeckt. Nur, das bringt uns leider nichts, weil das Kennzeichen ist gestohlen. Ich habe jetzt alles überprüft. Es gibt kein einziges Handy, das bei allen drei Tatorten zu den fraglichen Zeiten eingeloggt war. Und noch was. Laut belgischer Botschaft gibt es keinen Staatsbürger mit dem Namen David Nosatze. Das heißt, der David hat entweder seine Freundin angelogen oder sie hat uns angelogen. Das wissen wir über den Schutzanzug und über den Stoffrest, den wir gefunden haben. Na, da stehen die endgültigen Laborergebnisse noch aus. Aber nach deren ersten Einschätzungen handelt es sich um einen Hazmat-Anzug. Leider sehr leicht erhältlich. Versucht, alle Spuren zu vermeiden. Ich habe einen Termin in der Gerichtsmedizin, falls das jemanden interessiert. Zeig mal eine Vergrößerung von dem Anzug. Wenn wir die groteske Hypothese eines Selbstmords einmal außer Acht lassen, dürfte der Tote aus der WC-Anlage zuerst bewusstlos geschlagen und dann erhängt worden sein. Im Unterschied dazu wurde sie gleich mit mehreren Schlägen gegen den Kopf getötet. Da müsste es doch jede Menge Blut am Tatort geben. Anzunehmen, sie muss geblutet haben. Gibt es zwischen unseren drei Toten irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ja, alle drei wurden postmortem penetriert, sie allerdings vaginal. Ich muss wissen, wie die ausgeschaut hat. Das kann ich da leider nicht sagen. Aber dafür kann ich ihr Alter schätzen. Circa 35 Jahre. Und sie muss vor kurzem ein Kind auf die Welt gebracht haben. Was? Mhm. Sie hat nämlich eindeutig gestillt. Okay. Thank you.
Moritz, ich war gerade beim Kreindl. Stell dir vor, sagt er zu mir. Ich hab was gefunden. Ihr habt's recht gehabt. In der Garage von Davids Wohnanlage gibt's Kameras. Ich hab mir die Videos schicken lassen, das müsst ihr euch anschauen. Der gleiche Lieferwagen. Die Kennzeichen sind übrigens gestohlen. Ja, das wissen wir schon. So, hier. 16.50 Uhr, David kommt in die Garage und geht zu seinem Auto. Wissen wir schon, mit wem er da telefoniert hat? Leider nein. Laut der Rufdatenauswertung hat er zu diesem Zeitpunkt gar nicht telefoniert. Also dürfte er noch ein weiteres Handy besitzen. Das auch noch. Schau mal, das schaut aus, als hätte er sich was mit der Kreditkarte gekauft. Überprüft einmal die große. Habe ich schon. Ich habe mir die Buchungen zur fraglichen Zeit auflisten lassen. Eine Buchung war zur fraglichen Zeit für einen Flug nach Georgien. Lautend auf den Namen David Nosadze. Gut, dann können wir über diese Buchung die zweite Handynummer von David herausfinden. Herr Fredl soll da mal. Ist er schon dabei? Aber wartet, da gibt es noch mehr. So. Dasselbe Täter. Mhm. Was zeigt er ihm da, ein Foto? Schaut so aus. Zeig mir noch mal die Stelle mit dem Foto. Stopp. Kannst du da näher ranzoomen? Ja, wenn du es gerne unscharf haben möchtest. Der Täter muss mit dem Foto so einen Druck auf David ausgeübt haben, dass er ihn dazu gebracht hat, mitzugehen. Er hat ihn erpresst. Was kann da drauf gewesen sein? Seine Freundin? Möglich, ja. Vielleicht hat er ihm gedroht, dass er ihr etwas antut, wenn er nicht mitkommt. Super, danke. Der Manfred hat die zweite Handynummer von David rausgefunden. Damit hat er nicht nur einen Flug gebucht, sondern auch kurz vorher noch jemand angerufen. Seine Freundin? Keine Ahnung, aber wir wissen wohin. Also in welche Gegend dieser Anruf gegangen ist. Gut, schick die Spurensicherung in die Tiefgarage und sag dem Fredl, er soll herausfinden, mit wem er zuletzt telefoniert hat. Mach ich. Wenn der Täter wirklich mit einem Foto den David dazu bringt, einzusteigen, heißt es, dass er seine Opfer nicht zufällig, sondern gezielt aussucht. Das heißt, er kennt seine Opfer. Ja, aber irgendwas stimmt nicht. Sein Muster ist doch nicht einheitlich. Vielleicht ist es nur noch nicht ersichtlich. Es muss Gemeinsamkeiten geben. Was ist mit den Vergewaltigungen? Entschuldige, aber die sind doch atypisch für einen Triebtäter, oder? Ja, stimmt. Was ich dir sag? Hm? Der spielt uns den perversen Serienkiller nur vor. Ihr ruft die Cervenka an. Was, die Profiler? Ja, immer nur die Beste, obwohl sie seit Jahren in Pension ist. Bist du sicher, dass wir noch in Wien sind? Wen hat der David hier vor seinem Tod angegriffen? Schaut nicht so aus, als würde hier jemand wohnen, oder? Ach. Hallo? Guten Tag. Fellner, Bundeskriminalamt. Kann sein, dass meine Mitbewohnerin solche Schuhe hat, aber ich bin nicht ganz sicher. Tut mir leid. Wie heißt denn Ihre Mitbewohnerin? Natalia Lomaschenka. Moment, das muss ich mal aufschreiben. Und Sie sind? Loredana Laurinova. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Natalia? Wir sind Freundin. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gesehen? Am Freitag. Sie wollte nach Hause fahren, nach Litauen. Mit Ihrem Kind? Ja, natürlich. Das ist ja Ihr Kind. Was ist dann passiert? Wir versuchen, die Identität einer toten Frau aufzuklären. Und derzeit müssen wir leider davon ausgehen, dass es sich da um ihre Mitbewohnerin handeln könnte. Gehört eine dieser Zahnbürsten Ihrer Freundin?
Ja. Welche? Die gelbe. Alles in Ordnung? Ja. Sie darf einfach nicht tot sein. Kennen Sie diese Männer? Nein, ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht. Waren Sie das ganze Wochenende hier? Ja. Ist da zufälligerweise ein Foto von Natalia Lomachenko dabei? Müssen wir leider mitnehmen. Dann müsst ihr ihn eigentlich nur noch umoperieren lassen. Die Herren, es geht um die Leitung der MG2, nehme ich an. Stille? Ihr seid sicher nur los. Ihr habt alle keine Eier in der Hosen. Außer die Baby. Weißt, Moritz? Ich bin auch dafür, dass mehr Frauen bei der Polizei Karriere machen. Wirklich. Aber soll das jetzt heißen, dass ich mich nie wieder für irgendwas bewerben darf? Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass du dich bewirbst. Ich habe nur ein Problem damit, dass es bei uns vielleicht jemanden gibt, der dir diesen Job geben könnte. Servus. Servus, Jette. Servus. Geh, hilf mir bitte. Hofrat Dr. Scheringer. Tellner, guten Morgen. Schon viel von Ihnen gehört? Das glaube ich nicht. Wo ist der Patient? Abtransportiert. Na, dann gehen wir. Warte jetzt einmal ein bisschen. Ich muss mich in den Täter hineinspüren. Also ich ziehe euch nur auf. Ich glaube, ich kann hier nichts sehen, was ihr nicht selber auch seht. Alle Morde in einer Woche, das ist für Serientäter völlig ungewöhnlich. Die Tötungsarten waren auch unterschiedlich. Schaut euch einmal die Symbolik an. Der gekreuzigte Jesus, Judas, der Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Es waren genau 30 Silbermünzen. Ja. Und laut Abraham Santa Clara ist der Judas selbst auf dem Meer ausgesetzt worden. Das könnte das Boot bedeuten. Aber irgendwie ist mir das alles zu überladen. Irgendwas stört mich. Der agiert nicht wie ein richtiger Serienmörder. Der handelt aus berechnendem Kalkül, nicht aus Befriedigung. Die Penetration ist auch nur ein Teil der Vernebelung. Das heißt, er täuscht die Vergewaltigung nur vor. Sonst würden die Toten anders aussehen. Aber darauf seid ihr ja selber auch schon gekommen. Habe ich recht? Ja. Aber es ist gut, wenn man es bestätigt bekommt. Aber warum die ganze Mühe? Er hätte sie ja einfach erschießen und in die Donau werfen können. Vielleicht, weil er uns einen verrückten Serienkiller vorspielt und uns damit ein falsches Motiv aufzwingt. Sehr gut. Das bedeutet, wenn wir wissen, was die Leichen miteinander zu tun haben, dann führt uns das direkt zu ihm. Na bitte, es geht ja. Also ich muss jetzt wieder, ja? Sie sind auf einem guten Weg. Sie sind auf einem guten Weg. Was bitte soll das heißen? Ja, dass sie die mag. Ein sehr gewinnender Ort, es zu zeigen. Normalerweise versuchen wir, über das Umfeld oder über die Beziehung des Opfers zum Motiv zu kommen. Diesmal haben wir es umgekehrt probiert, vom Motiv zum Opfer. Und das funktioniert nicht? Genau, weil das Motiv falsch ist. Also stellt sich nur eine einzige Frage. Wer sind die drei? Genau. Und deshalb suchen wir jetzt nicht den Täter, sondern die Opfer. Also der Pass von dem Caligari ist gefälscht. Und zwar sehr gut sogar.
So was kriegt man nicht so einfach auf der Straße zu kaufen. Die georgische Botschaft wiederum kennt keinen David Nosadze und die DNA-Analyse von der Zahnbürste steht noch aus. Das war's. Diese orangenen Tücher, die waren doch das Erkennungszeichen der ukrainischen Revolution in Kiew. Wann war die? 2004. Und jetzt weiß ich auch wieder, woran mich die tätowierte Faust bei unserem ersten Opfer erinnert. An die serbische Bewegung, die den Milosevic gestürzt hat. Otpor. Serbisch für Widerstand. Und das Symbol für diese Bewegung war die Faust. Kiew und Belgrad? Warum war die Frau, die vermutlich Natalia Lomachenka heißt und aus Litauen stammt, 2004 in Kiew? Was hat unsere erste Leiche mit dem gefälschten italienischen Pass mit Belgrad zu tun? Und wie passt der Gehängte dazu? Da, schaut's mal. Das ist ja unser Anhänger, den wir bei der Leiche im WC gefunden haben. Bei diesem David. Die Kreuze da auf der Vorderseite ähneln der georgischen Flagge. Und die Rose auf der anderen Seite war das Symbol der Rosenrevolution 2003 in Georgien. Gib mir doch mal die drei Bilder von den Opfern auf dem Monitor. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat es in Südosteuropa mehrere Revolutionen gegeben, ja? Die sind alle nach demselben Schema abgelaufen. In Serbien, in Georgien und in der Ukraine. Zuerst Studentenbewegungen, unterstützt von sozialen Medien, internationale Proteste mit intensiver Medienberichterstattung im Westen. Alle dasselbe Schema. Der Serbe, der Georgier und die vermeintliche Ukrainerin. Das könnte die Verbindung sein. Das Schema. So ist es. Gute Arbeit. Wir sehen uns morgen. Wir sollten das BVD befragen. Was glaubst du, wo ich in aller Früh war? Und, was sagen Sie? Nix. Aber Sie haben mir einen Mann an der Uni Wien genannt, der Experte für diese Revolutionen ist. Ein Professor Lubitsch. Ist der in den Ferien überhaupt da? Na, hoffentlich. Was machst du? Fotos sortieren. Schau mal, dir. Hat der nicht unserem ersten Toten aus der Wohnung ähnlich? Na, etwas jünger. Hm? Dieselbe Tätowierung. Das heißt, der erste Tote und die dritte Tote waren gemeinsam auf einer Demonstration in Kiew. Und jetzt in Wien? Ja, Jahrzehnte später. Und beide tot? Mhm. Fragt sich nur, ob da nicht noch andere Personen gefährdet sind. Das BVD hat Sie uns als Experten empfohlen. Was genau ist Ihr Spezialgebiet, Professor Lubitsch? Der Umbruch in Serbien. Ich war 2000 mit auf der Straße, als Milosevic gestürzt wurde. Sie haben demonstriert? Ja. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir ein neues Jugoslawien aufbauen. Aber was kann ich für Sie tun? Kennen Sie eine dieser Personen? Nein. Sind das nicht Sie? Tja. Ja, tatsächlich, das bin ich. Ich war damals immer wieder bei den Demos in Kiew. Und diesen Mann hier, kennen Sie den? Nein. Aber das ist alles so lange her, ich... Entschuldigung. Was wollten Sie in der Ukraine? Vielleicht wollte ich dieses Gefühl des Aufbruchs noch einmal miterleben. Die Lage in Serbien war zu dem Zeitpunkt ja schon eher ernüchternd. Ich habe die Anrufliste von Davids zweitem Handy. Ja. Er hat nur mit zwei Nummern telefoniert. Also außer wie er den Flug gebucht hat, da hat er dann schon mit einer... Redl bitte. Gut. Das sind beides Prepaid-Handys und sie sind mittlerweile ausgeschaltet.
Die eine Nummer war die, die der David kurz vor seinem Tod angerufen hat. Die in der Danieligasse. Richtig. Und jetzt wird's wirklich interessant. Die beiden haben nur miteinander telefoniert. Mit sonst niemandem. Also, weißt du, ein vollkommen geschlossenes System. Ein völlig geschlossenes System mit drei Handys. Das heißt, er mit den anderen beiden Opfern. Find mir heraus, wo die eingeloggt waren. Anfrage läuft schon. Okay, gut, danke dir. Servus. Gerne, Papa. Das hat der Professor veröffentlicht, sein Spezialgebiet. Hat das was auch über die Ukraine oder Georgien geschrieben? Nein, aber Katrin Mieser ist eine Mitarbeiterin und die schreibt ihre Dissertation genau darüber. Da haben Sie doch sicher eine Nummer. Natürlich. Wir können aber auch einfach zu ihr rübergehen. Politische Strömungen nach der Revolution in der Ukraine. So heißt meine Diss. Kennen Sie diese Frau? Das muss aus dem Jahr 2004 sein. Das ist... Maria Antonova. Sind Sie sicher? Ja. Nicht Natalia Lomachenka? Eindeutig. Maria Antonova. Eine der wichtigsten Frauen in der ukrainischen Revolutionsbewegung. Sie ist aber direkt danach verschwunden. Danke, Katrin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass diese Frau vor zwei Wochen beim Professor war. Beschweren kann ich es allerdings nicht. Maria Antonova? Ja, und es waren zwei Männer bei ihr. Waren das die zwei? Ja. Ah, das ist ja nett von Ihnen, aber ich kann das jetzt wirklich nicht annehmen. Liebe, der Herr Professor hat uns einen Schatz erzählt. Wie bitte? So, bitte. Diese drei waren vor zwei Wochen bei Ihnen im Büro. Sie können ruhig hinschauen. Da, bitte. Maria Antonova, führendes Mitglied der ukrainischen Revolutionsbewegung. Und das? Und das? Das ist Dusan Savic. Aus Belgrad? Ja. Mitglied von Otpor, serbische Revolutionsbewegung. Und dann heißt er sicher auch nicht David, sondern? Amiran Yashvili. Mitstreiter der Rosenrevolution Tiflis, oder? Ja. Begonnen hat es 2000 in Belgrad. Da hat sich die Faust gebildet, Otpor. Am Anfang war es nur eine Studentenbewegung. Doch mit der Zeit wurde sie immer größer, mehr als eine Bewegung. Und da habe ich Dusan kennengelernt. Was zuerst nur der Unmut der Studenten war, wurde zu einer Volksbewegung und Milosevic wurde gestürzt. Die Serben haben sich ihre Freiheit selbst erkämpft. Woher kennen Sie die anderen beiden? Wir haben viel dabei gelernt. Und dann haben wir in Belgrad das CFF gebildet. Center for Free Future. Damit wollten wir unsere Ideen und Erfahrungen weitergeben an Revolutionäre in anderen Ländern, damit sie sich die Anfangsfehler ersparen, die wir gemacht haben. Das CFF wurde dann von einigen als Revolutionsschule bezeichnet, weil man da gelernt hat, was man tun muss, um seine Regierung zu stürzen. Ich habe dort auch unterrichtet. Warum waren die drei bei Ihnen? Sie wollten wissen, ob ich noch Kontakt zu ehemaligen Aktivisten habe. Und, haben Sie? Nein, schon lange nicht mehr. Und das war alles? Ja. Warum haben Sie uns nicht kontaktiert, als Sie von den Morden gehört haben? Aus Angst. Vor wem? Schauen Sie. Dusan, Amiran und Maria leben unter falschen Namen in Wien. Welches Land war der Gegner der Revolution in Serbien, Georgien und der Ukraine? Wer also könnte ein Interesse daran haben, dass die drei ermordet werden? Russland. Sie glauben also, dass... Dann können Sie uns doch sicher auch sagen, wo Sie vorgestern Abend zur Tatzeit waren, hm? Ich war in Linz, im Theater. Gibt doch sicher Zeugen. Ja. Also, ich habe noch die Karte. Irgendwo. Moment. Ah. Ja, und das Zugticket auch. Bitte. Haben Sie vielleicht der Kuvert auch? Nein, leider nicht, aber meine Sekretärin bestimmt.
Eins noch. Sie wissen nicht zufällig, wo das Kind von Maria jetzt ist. Kind? Ja. 5 Monate alt. Ich dachte wegen ihrer Diabetes, dass sie keine Kinder haben wollte. Nein, ich weiß es nicht. Okay. Der russische Geheimdienst. Sag mal, der lässt die drei ermorden. Okay. Aber weshalb jetzt? Und warum in Wien? Vielleicht waren es Doppelagenten. Und deswegen hat die gefälschten Pässe. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das übersehen hätte. Ich meine, das muss mir doch auffallen. Und er hat wirklich Diabetes gesagt. Ja, und laut Professor Lubitsch wollte sie ja deswegen keine Kinder. Ah, hier. Da. Ihre C-Peptidwerte waren völlig unauffällig. Ja? Ich bin sicher, die Tote hatte zu 100% keine Diabetes. Dafür aber ein Kind. Okay, danke. Servus. Keine Diabetes, dafür aber ein Kind. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Entweder der Professor oder die Freundin der Toten hat gelogen. Manfred, was gibt's? Ich habe die Liste, wo alle drei Handys eingeloggt waren. Und jetzt kommt's. Vor 10 Tagen waren alle drei Handys am selben Ort für circa eine Stunde eingeloggt. Okay, also das heißt, sie haben sich getroffen. Ja, das kommt aber noch besser. Aus dem besagten Sendebereich, wo alle drei Handys eingeloggt waren, hat sich eine Zeugin gemeldet. Und die glaubt, dass sie zu dem Zeitpunkt das erste Mordopfer, diesen Duschern, in Begleitung von 2 weiteren Personen gesehen hat. Hier entlang. Die Herrschaften von der Polizei waren da. Ihre Sekretärin hat sich bei uns gemeldet und konnte uns einen wichtigen Hinweis zu den von uns gesuchten Personen geben. Was haben Sie denn? Bandscheiben. Ach. Die müssten vor 10 Tagen da gewesen sein. Ja, die waren hier. Ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Sie haben mir die Publikation eines Fachbuchs mit dem Namen Bald Eagle Revolution vorgeschlagen. Weißkopfadler, das Logo der CIA. Ich dachte, die Russen. Die drei haben geschildert, wie die CIA zuerst Otpor in Serbien unterstützt hat und dann gemeinsam mit einigen Leuten von Otpor das CFF gegründet hat. Center for Free Future. Genau. Und von dort aus wurden dann die Bewegungen in Tiflis und in der Ukraine unterstützt. Oder man könnte sagen, unterwandert. Die CIA hat diese Bürgerbewegungen durchsetzt, finanziert und gesteuert. Das ist ziemlich spannend, wirklich. Also das CFF war tatsächlich die Revolutionsschule, unterstützt vom CIA. Und die haben dort Leute ausgebildet, die ihre Länder befreien wollten. Ja, oder die Länder zu destabilisieren. Das ist dann eine Frage der Perspektive. Und die wichtigsten Schüler finden sich Jahre später in Wien. Was war das, ein Klassentreffen oder was? Warum haben Sie das Buch nicht gedruckt? Ja, das war mir zu unkonkret. Keiner von den dreien hatte direkten Kontakt zur CIA. Das lief über eine andere Person. Nicola. Verstehe. Also hören sagen. Na, sowas gebe ich nicht raus. Haben die das Manuskript dagelassen? Nein. Gut. Danke. Warum interessiert Sie das alles? Weil die drei tot sind. Was? Ja, dann haben die drei also doch nicht gelogen. Na ja, sie waren von dem Gedanken besessen. Also wenn sie die Geschichte berichten, dann können sie die Revolution retten. Nachträglich. Und die Leute noch einmal auf die Straße bringen. Haben die drei das gesagt? Das habe ich gesehen. Auftragsmordet durch die CIA?
Aber warum? Das haben wir erstens nie erfahren und zweitens werden die Täter sicher schon aus dem Land. Vielleicht hat die CIA mitgekriegt, dass die drei das veröffentlichen wollten. Aber woher denn? Na ja, das ist die CIA. Ich meine, wenn sogar wir das rausfinden. Ich frage mich mehr, wer ist dieser Nicola? Oder diese. Was denkst? Könnte es die Freundin von der Toten sein? Das werden wir erst wissen, wenn wir sie finden. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Wir versuchen die ganze Zeit, Handydaten, Tatorte, Tatzeiten in Einklang zu bringen. Ja, aber der Täter hatte immer sein Handy ausgeschaltet. Ja, und so den Tatzeiten. Aber irgendwann einmal muss er ja an den Tatorten gewesen sein. Das war ja alles bis ins kleinste Detail geplant. Wir wissen nur nicht wann. Ja, in den letzten Wochen war vermutlich ja jeder Taxifahrer mal in der Nähe von den drei Tatorten. Ja, aber nicht bei der Bootsmesse, wo das Boot ausgestellt war, auf dem wir den Toten gefunden haben. Ja, warum hätte er da hinfahren sollen? Na ja, weil er sich vielleicht irgendein Boot ausgesucht hat, wo die meisten Menschen drauf waren. Und dort unglaublich viel unterschiedliche DNA hinterlassen haben. Interessante Theorie. Haben wir bessere. Die Provider werden erfreut haben mit uns. Hallo, hier nochmal Fellner. Ich hätte eine Bitte. Ihr müsstet uns dringend was herausfinden. Handynummern, die zu den Tatzeiten und Tatorten gleichzeitig eingeladen. Das ist meine Bewerbung für die Leitung der zweiten Mordkommission. Die anderen haben es mit der Hauspost geschickt. Ja, ich wollte mich nicht auf die Hauspost verlassen. Morgen um 10 ist ja schon Bewerbungsschluss. Sicher ist sicher. Wie viele haben Sie sich denn beworben? 8. Gibt's Neuigkeiten? Wir müssen davon ausgehen, dass es CIA-Auftragsmorde waren. Wir werden die Täter also nicht finden. Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sag mal, wo ist denn eigentlich die Bibi? Beim Chef vom BVT. Das halte ich für wahrscheinlich. Dass die CIA die Revolutionen unterwandert hat? Ja. Ist doch besser, als wenn sie mit Waffen reingehen. Effizienter, unauffälliger und sehr viel billiger. Könnte es sein, dass die CIA unsere drei mit neuen Pässen versorgt und nach Wien gebracht haben? Rein technisch natürlich, ja. Aber warum? Schauen Sie, ist ja so, die Revolutionen sind zwar geglückt, wenigstens zunächst, aber trotzdem macht man sich strafbar, wenn man mit einem internationalen Geheimdienst zusammenarbeitet. Deswegen ziehen die Geheimdienste dann ihre Kontaktpersonen ab? Das wäre eine Möglichkeit. Sie bringen ihre Kontaktleute in Sicherheit und sorgen gleichzeitig dafür, dass ihr eigenes Engagement geheim bleibt. Sie wollen ja, dass niemand was ausplaudert, dass nichts rauskommt, ja? Warum aber nach Wien? Das ist naheliegend. Internationale Organisationen. Die CIA ist in Wien seit dem Kalten Krieg ständig vertreten. Und zudem haben sie den Vorteil, dass sie sich hier nicht mit der amerikanischen Justiz auseinandersetzen müssen. Und die österreichischen Behörden lassen die einfach machen? Jedenfalls fällt es mir schwer zu glauben, dass die CIA Leute umbringt und die Leichen dann spektakulär inszeniert, wenn ich das mal so sagen darf. Die würden sie einfach verschwinden lassen. Nein, die waren das nicht. Wenn die jeden umbringen würden, der behauptet, die CIA stecke hinter irgendwas, hätten sie viel zu tun. Außerdem bedenken Sie eines, die sind zwar ein Geheimdienst, aber auch Amerikaner. Die haben genaue Regeln und Prozesse, wann und wie sie einschreiten. Die haben noch nicht mal Edward Snowden umgebracht. Auch wenn die ein Enthüllungsbuch? Auch wenn die ein Enthüllungsbuch herausgeben würden. Irgendwelche in Wien gestrandeten Existenzen sind denen scheißegal.
Geht's euch gut? Passt. Wir kriegen die Nummernliste in der nächsten halben Stunde. Ja, super. Okay. Ah, gut, dass du noch da bist. Kannst du das Alibi von Professor Lubitsch überprüfen? Einmal war er auf der Uni in Wien, einmal in Linz. Die Fahrkarte und das Theaterticket ist da drin. Lass uns doch mal alles, was wir bis jetzt haben, völlig vergessen. Mord ist ja nie die optimale Lösung. Wieso? Ja, natürlich, aber wie kommst du jetzt drauf? Schau, der versucht die ganze Zeit, uns den wahnsinnigen Serienmörder vorzuspielen. Nur, um sein Motiv zu verschleiern. Was ist, wenn dieses Motiv überhaupt nicht mehr wichtig ist? Weil er plötzlich Spaß daran hat. Leute für die Leitung der MK2 beworben. Hm. Bist du dabei? Nein. Aber die Frist endet auch erst morgen um 10. Das heißt, ihr habt noch Zeit. Ich versteh's einfach nicht. Was taugt dir nicht bei mir? Moritz, stell dir ausnahmsweise mal vor, es geht nicht um dich. Sondern? Es geht ums Prinzip. Auch eine Frau könnte mal eine Führungsposition bei der Polizei einnehmen. Warum muss er nicht ich? Ja, natürlich, du wärst ja auch die Beste. Danke. Aber wenn du die Leitung von der MK2 übernimmst, dann bist du weg. Also auch von mir. Stimmt. Und du kannst mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie dir den Steinwender an die Seite setzen. Und hast du Lust, mit dem Zeit zu verbringen? Nein, natürlich nicht. Ja, bitte, bitte. Aber er ist fröhlicher als du. Ich bin auch fröhlich. Jetzt auch? Ja, sicher. Ui. Man kann natürlich nicht immer fröhlich sein. Schau, Moritz, ich weiß es einfach noch nicht. Ich denk drüber nach. Fellner? Ja, danke. Sie haben die Nummernlisten geschickt. Es sind nur sehr wenige Nummern, die zumindest einmal an allen Tatorten eingeloggt wurden. Der hat sein Handy immer ausgeschaltet, wenn er zu einem Mord aufgebrochen ist. Solange diese Nummern eingeschaltet sind, kann nichts passieren. Ja. Erst wenn es aus ist, wird es gefährlich. Gehen wir telefonieren.
Danke. Und entschuldigen Sie nochmals die Störung. Guten Abend. Entschuldigung, falsch verbunden. Herzlich willkommen. Der von Ihnen gewählte Gesprächspartner ist. Erst wenn es aus ist, wird es gefährlich. Ja, Fellner, Kriminalpolizei. Ich gebe Ihnen jetzt eine Nummer. Die ist im Moment ausgeschaltet, aber ich muss wissen, wo die in den letzten 24 Stunden überall war. Zedwick-Diagramm von Professor Lubitsch Alibi. Was haltest du davon? Knapp. Aber machbar. Der Professor hätte nur sein Handy beim Theater in Linz verstecken müssen. Zurück zum Bahnhof. Danke. Nach Wien, dann hätte er hier eine knappe Stunde gehabt. Das heißt, der Lubitsch hat kein Alibi, aber sein Handy hat eins. Moritz, wir müssen los. Eins der Handys war ausgeschaltet. Scheiße. Du hast sie getötet, nicht mich. Aber ich... Du hast auf mich geschossen. Ich habe neben dich geschossen. Wir haben Geschichte geschrieben, Nalo. Oh ja. Ja. Keine Diktatoren mehr. Milosevic ist weg, Schwadnadze ist weg, Janukowitsch ist weg. Aber sonst ist jetzt weniger Korruption. Ist jetzt mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit. Nichts hat sich gebessert. Nur, dass alle unsere Länder kleiner sind und auf der Seite der USA stehen. Ach ja. Und am Ende sind immer die Amerikaner schuld, ha? Du machst es dir zu einfach. Statt dass ihr stolz darauf seid, dass in Belgrad eine Bewegung begonnen hat, die weltweit Regierungen stürzt, Leute ausbildet und lehrt, wie man Diktatoren los wird. Nein, nein, anstatt dessen kommt von euch. Für dich hat es sich gelohnt, Nicola. Du bist jetzt Herr Professor und hast eine Villa, aber wir? Wir sind die vergessenen Reste der Aktion, die Amerikaner längst abgehakt haben. Leben als U-Boote mit falschen Identitäten. Nicola, es hat geheißen, wir würden für eine Zeit aus der Schusslinie gezogen. Und jetzt sind wir seit Jahren hier. Du musst uns helfen, Nicola. Wir müssen der Welt sagen, was war. Vielleicht können wir so das retten, wofür wir gekämpft haben. Aber dafür brauchen wir dich. Was soll ein Buch ändern? Hm? Es geht nicht nur um das Buch. Es geht darum, zu sagen, was war. Ja. Radiš je o tome da jednom u životu radiš pravu stvar, Nikola. Einmal das Richtige machen. Koje tebi kurac? Weil jetzt vielleicht der letzte Moment ist, wo wir aus der Bewegung, die wir gestartet haben, noch etwas machen können. Bevor sie völlig in Vergessenheit geratet. Nikola, ich weiß, dass du dein Leben hier nicht verlieren möchtest. Aber es ist auf einer Lüge aufgebaut. Hey, du hast doch auch an etwas geglaubt. Ich finde, du musst dich entscheiden, Nikola. Hast du lieber eine Reitung oder ein BMW? Raus mit euch. Haut ab. Ich hab's euch gleich gesagt. Ja? Weißt du, mir ist egal, was du sagst, was du tust. Meine Geschichte gehört mir. Ich kann damit machen, was ich will. Daran kannst du nichts ändern, Herr Professor. Ich schwöre, ne?
Was ich gemacht habe, ist Hochverrat. Wenn das rauskommt, verstehst du, verliere ich alles und gehe für immer ins Gefängnis. Servi! Verstehst du, in Serbien? So muss es doch noch erst einmal kommen. Nein, wird es auch nicht. Wird es auch nicht, weil ich die einzige Verbindung zwischen CIA und CFF bin. Zwischen Amerikanern und Revolution! Was habt ihr Idioten eigentlich geglaubt? Wie lange es dauern wird, bis die mich aus dem Weg räumen? Und ich denke nicht, dass ihr so dumm gewesen seid, dass ihr das nicht wusstet. Nein, nein. Es war euch egal. Es war euch einfach scheißegal! Ihr wolltet nur irgendwelche kindischen Jugendträume retten und mich dafür ans Messer liefern! Ja, ja, genau. Ihr habt mein Leben zerstört. Es ist nicht vorbei. Du könntest doch die ganze Morde der Serie in die Schuhe schieben. Die Österreicher, die legen sich mit den Amerikanern nicht an, sicher nicht. Was meinst du? Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Nicola. Ich heiße jetzt Nenad. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich hatte nie Kontakt mit der CIA gehabt. Es ist alles über Nicola gelaufen, also Nenad. Und ihre Mitbewohnerin musste sterben, weil er sie mit ihr verwechselt hat. Und das Kind? Das habe ich meinem Babyklapper abgegeben. Warum haben Sie denn nichts gesagt, wie wir bei Ihnen waren? Ja, was hätte sie denn gemacht? Mich rund um die Uhr beschützt. Mein bester Schutz war doch, wenn der Täter glaubt, dass ich schon tot bin. Wird Nicola durchkommen? Laut Auskunft vom Krankenhaus schaut's gut aus. Ja, dann. Darf ich jetzt gehen? Alles Gute für Sie. Na, danke. Sie halten sich bitte zur Verfügung. Was haben Sie denn jetzt vor? Vielleicht ein Buch schreiben, ich weiß nicht. Und die CIA? Wer weiß, vielleicht ignorieren sie es, weil das für sie längst abgehakt ist. Oder die suchen sich eine andere Kontaktperson statt Nicola. Schönen Tag noch. Ja. Gut, ich komm dann. Der Rauter ist, wird er noch aufkommen.
Na, hast du dich jetzt beworben oder hast du dich nicht beworben? Ich möchte nur wissen, ob ich eine Chance habe. Dann die gute Nachricht zuerst, bitte. Deine Bewerbung für die MK2 war die beste. Du hast die längste Erfahrung, du hast in vielen Bereichen der Polizei gearbeitet und Moritz hat sich mächtig für dich ins Zeug gelegt. Ja, hat er. Falls du dich bewirbst, ich dir den Job nicht gebe, brauchen wir dann nicht mehr blicken zu lassen. Gesagt. Aber ganz ehrlich, du hättest seine Hilfe gar nicht gebraucht. Okay. Danke. Was ist dann die schlechte Nachricht? Was? Der Job, für den du dich gerade beworben hast, den gibt's nicht mehr. Das Ministerium hat die Reform abgeblasen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Es ändert sich nie was. Das Krankenhaus hat angerufen. Lubitsch ist tot.